So Leute, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Galacticraft. Ja, wir waren in der Höhle und wollen jetzt noch mal ein bisschen farmen, wenn unser Eisen ist ausgegangen. Wir haben nicht mehr genug Eisen. Wir haben Öl gefunden. Zu den Erzen da hinten gehe ich jetzt mal nicht. Das ist zu gefährlich, denn ich habe Diamanten gefunden. Nämlich sehr, sehr viele. Ich habe nebenbei nochmal so in der Höhle geguckt, wo so ein paar Sachen sind. Und dann habe ich hier Diamanten gefunden. Dann wollte ich, nimm schnell nochmal auf. Sonst vergisst du die noch und sowas. Jetzt haben wir 7 Diamanten. Wenn das so weitergeht, haben wir genauso viele, so wie bei der ersten Höhlentour, die wirklich erfolgreich war. So. Hier ist Kohle. So. Jetzt habe ich nämlich ein paar neue Themen, nämlich, wie heißt das nochmal? Wie heißt das? Genau. Jeder von euch oder sowas kennt ja die Champions League. Und da war so das. Ich glaube, weniger Leute kennen die Europa League. Die Europa League ist eine Stufe drunter, wo dann die etwas schlechteren Mannschaften mitmachen. Auf jeden Fall. Es gab einen Unternehmer, der wollte diese beiden Ligen zusammenschließen. Das heißt, es gäbe nur noch eine Champions League und die Europa League wäre aufgelöst und die Champions League wäre größer. Da setze ich mein Nein, tu das auf keinen Fall. Weil, ganz einfach, die Folgen sind riesengroß. Die Mannschaften, die untereinander auf ihrem Niveau spielen, sind genau gleichgültig. Das heißt, es ist viel fairer. Weil man weiß, dass irgendwelche von denen gewinnen werden. Es ist Zufall. Es gibt natürlich auch ein paar bessere, aber es ist eigentlich Zufall, weil die alle auf dem gleichen Niveau sind. Und wenn denn jetzt, und das bei der Champions League ist es genauso, und wenn er jetzt die Europa League auflöst und dann, dass die dann alle in die Champions League kommen, dann werden nur noch die Leute, die bei der Champions League waren, zum Beispiel der ganz große FC Bayern oder Barcelona oder Real Madrid, die werden dann alle nur noch gewinnen. Und die in der Europa League waren, die werden gar keine Chance mehr haben. Die werden keine Chance mehr haben. Die werden nie mehr was in so einer League gewinnen. Und der ist auch fast damit durchgekommen. Und dann hätte ich mir auch so gedacht, ich glaube, das hätte der erst später gemerkt. Das hätte der erst gemerkt, wenn das schon passiert wäre. Und da steckt das Bescheuerte hinter. Wie kann man sich sowas ausdenken? Das ist einfach unglaublich. Dann will sich da einfach. Ist doch klar, dann will sich doch niemand mehr das angucken, weil es doch eh klar ist, wer gewinnt. Weil sonst steht. Ne, das ist ja. Bescheuert. Die anderen gucken eher die Europa League, die andere eher Champions League. Und dann müssen die anderen die Champions League gucken und dann sehen sie da, wie ihre Lieblingsmannschaft oder so keine einzige Chance hat. Also wer sich das ausgedacht hat, das. Oh Mann, ey. Dann breche ich zusammen, wenn ich sowas. Oh. Naja. Soll sich ja auch nicht drüber aufregen, Giros. Alles okay, alles okay. Nun gut. Scheint nichts mehr zu sein.
ist auch nichts. Ich mal hier lang. Ach, hier ist Öl. Bei Öl musst du eigentlich immer Licht hinmachen, dass du es auch siehst. Aber es ist eigentlich richtig geil gemacht, dieses Öl, mit dieser Textur. Mit diesen weißen Streifen, die da drin sind. Naja. Es kann jetzt sein, dass die Folgen jetzt doch ein bisschen lecken. Bei mir leckt es überhaupt nicht. Aber bei euch kann es natürlich noch so sein. Dann stellen wir das jetzt hier mal ab. Oha. Will nur nicht klappen. So. So, ich weiß, man darf sich nicht immer ganz runtergraben. Ich weiß. Oh nein! Aber das ist ja unglaublich, ja. Dieses Öl geht einfach auch einfach die Nerven, auf die Nerven. Du siehst in dem nichts. Das ist ja nicht so wie, ja okay, Lava ist genauso, aber du bist ja nie in Lava. Das ist aber mega schrecklich. Ne, gleich wird es auch noch geflutet. Ja. Alter, wie scheiße dieses Öl einfach ist. Unglaublich. Ich wusste, dass es irgendwo Lava ist. Oh nein. Oh geil. Öl hilft auch dagegen. Ach ja, kann man ja nicht voll machen. Dafür braucht man einen Spezialtank mit einem Spezialsauger, wenn er das da rauszieht. Auf jeden Fall schon mal. Dings. Auf jeden Fall schon mal sehr viel Eisen. Das ist sehr, sehr gut. Nein! Oh. Die Stelle habe ich gar nicht mehr gedacht. So. Wir werden uns jetzt hier rüber bauen. Und dann die umliegenden Erze abbauen. Das ist Silikon. Nein, es ist Kohle. Oh. So. Dun, 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 dun. Ich singe jetzt mal eine Melodie vor und ihr müsst dann erraten, welche es ist. Die könnt ihr dann alle in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, damit tue ich euch einen Gefallen. So, das ist Silikon. Sieht nämlich so aus. So, dann graben wir uns mal hier lang. Also ich singe die Melodie jetzt mal vor. Erkannt? Dann müsst ihr jetzt hier den Film, den jeweiligen Film, mit in die Kommentare schreiben. Und ja.
Denn es ist so ein kleiner Wettkampf. Wer als erstes die richtige Antwort gibt, hat gewonnen. So. Redstone. Gut, dann müssen wir jetzt nur mal neu craften, je nach dem Redstone hier. So viel Redstone werden wir eigentlich gar nicht brauchen, aber sicher ist sicher. Wir haben eigentlich richtig wenig. Wir haben eigentlich so mega richtig wenig. Außer halt das von Eisen. Da haben wir sehr, sehr viel von. So. Wir werden uns jetzt mal Spitzhacke machen. So. So. So, ich wusste doch, dass es hier noch Eisen ist. Also, das werden wir jetzt auch nochmal machen. Ich habe da so ein... Ja, ich glaube, das mache ich jetzt nicht. Passt nicht. Alter, ich werde jetzt diese Kohle werden mit der Eisen. Spitzhacke abbauen, das dauert mir viel zu lange. Haben wir genau 64 Eisen? Tja. Anscheinend ja. Kleine, wir haben jetzt genug Eisen, dass wir uns auch nochmal Spitzhacken machen können, die aus Eisen sind. Ich glaube, so viel können wir schon machen. Wieder mit Stein ab. So. Ich hätte dieses Display eigentlich gerne zu zweit gemacht. Aber erstens braucht man dafür dann zwei Raketen und doppelt so viel Tank und noch mehr Erze. Und dann müsste einer ganz viel Erze farmen und der andere kümmert sich um die ganzen Maschinen und sowas, das wäre ja auch total bescheuert. Das wäre total doof. Also, ich kenne mich sehr gut aus mit dieser Modifikation, weil weil ich mich halt sehr gut informiert habe. Also ich wollte dieses Dings hier unbedingt mal spielen, weil es sehr, sehr spannend ist. Also, ich kann euch gleich mal vorweg sagen, dieses Spiel, bei diesem Spiel geht es eigentlich nicht so richtig drum, in den Weltraum zu fliegen, sondern der Weg dahin ist das Besondere. Der Weg hier mit den ganzen Erze sammeln. Nein! Ah, ich habe so einen kleinen Trick, dass mein Dings.
das Dings wieder herbeizuschaffen. Also, bis gleich.